Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal die zwei besten Möglichkeiten zeigen, wie man diese Woche Geld verdienen kann. Ja, und zwar gibt es ja diese Woche auf die kompletten Apartment Heist doppelt Geld und RP. Das ist auf jeden Fall echt richtig nice. Das hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Ja, dadurch lohnen sich die Heists auf jeden Fall wieder. Ich kann davon auf jeden Fall nur zwei Heists empfehlen. Zum einen den Pacific Heist. Ja, um da vielleicht diesen Pazifik-Glitch zu machen, weil für den Pazifik-Heist bekommt man jetzt auch knapp um die 2,2 Millionen GTA-Dollar, was auf jeden Fall echt nice ist. Aber in diesem Video soll es eigentlich um den Fliegerüberfall gehen. Bei dem Fliegerraubüberfall braucht man nur zwei Vorbereitungen zu spielen und dann kann man schon direkt das Raubüberfall-Finale spielen. Und das Gute daran ist, dafür braucht man auch nur einen Freund, keine drei Freunde, also nicht vier Spieler wie sonst, also nur zwei Spieler insgesamt. Und den kompletten Heist mit Vorbereitungen hat man in der Zeit zwischen 20 und 30 Minuten, kann man den auf jeden Fall easy schaffen. Schwer ist der auch nicht und man bekommt dann für den Heist dann auch um die knapp 300.000 GTA-Dollar. Klar muss man das dann für zwei Leute aufteilen, aber je nachdem, wie ihr die Aufteilung macht, selbst wenn ihr 50-50 macht, sind das für jeden knapp 145.000 GTA-Dollar und das nach knapp 20 bis 30 Minuten. Das ist auf jeden Fall echt nice. Habe ich jetzt gestern auch ein paar Mal gemacht und ich muss sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Klar, diese Woche gibt es auch doppelte P und Geld auf den Gegnermodus Motor Wars, aber dazu muss ich auch sagen, der Gegnermodus dauert schon ziemlich lange. Und damit sich das auch lohnt, muss man auch auf jeden Fall dann auch schon gewinnen, um dann um die 120.000 GTA-Dollar zu bekommen. Gewinnt man nicht, dann bekommt man leider nur die Hälfte. Von daher lohnt es auf jeden Fall, den Flieger-Raubüberfall einfach rauf und runter zu spielen diese Woche mit einem Freund. Was ich noch empfehlen kann, diese Woche gibt es auch doppelt Geld und RP auf alle Kundenfahrzeuge, die ihr ausliefern könnt. Das ist auf jeden Fall auch nice, da bekommt ihr auch so um die 80.000 GTA-Dollar innerhalb von 5 bis 10 Minuten und ihr könnt immer zwei Kundenfahrzeuge ausliefern und dann müsst ihr meistens so 1 bis 2 Stunden warten und dann könnt ihr schon das nächste Auto ausliefern. Ich würde das am besten einfach so machen, ich würde an eurer Stelle einfach mal immer so zwei Kundenfahrzeuge ausliefern, dann habt ihr schon mal um die 150.000 GTA-Dollar. Und dann würde ich einfach mal den Fliegerraubüberfall starten und danach dann wieder die Kundenfahrzeuge verkaufen und dann wieder den Fliegerraubüberfall starten. Und so macht ihr wirklich en masse Kohle diese Woche. Und Leute, ich hoffe, das kleine, feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.